Im zweiten Spiel vom heutigen Abend haben die ZSC Lions die Rapperswil-Jona-Lakers empfangen. Und vor dem Match hat es eigentlich nach dem ganzen Theater um Trainer und Assistenten nur eine Frage gegeben. Wer ist eigentlich heute Abend beim Z an der Bande gestanden? Sie waren beide da, Henrik Grut und Manuele Celio. Grut als Trainer, Celio als Assistent, wie gehabt. Die Lions starteten stark, warfen alles in die Offensive und versuchten dort Druck zu machen. Dann der Konter der Lakers. Das war der erste Schuss aufs Tor. Das war das 1:0 in der vierten Minute. Torschütze der Lakers, Topscorer Stacey Roost. Die Lions überrumpelt. Die Lakers beflügelt durch das Tor weiter mit viel Zug in Richtung Ari Sulander. Hier im Powerplay. Hoppla, was war das? Ein Schuss von Brandon Raitt. War der drin? Schiri Brent Reiber klärte den Fall anhand von diesen Bildern auf. Ja, die Scheibe war drin. Sie sehen sie bei der oberen Querverstrebung. 2:0 also für die Lakers nach 10 Minuten. Die Lions nun völlig von der Rolle. Keine drei Pässe am Stück wollten mehr gelingen. Rapperswil-Jona indes ließ man gewähren. Das war Cyril Geier mit dem 3:0 für die Gäste. Sie konnten einem fast leid tun, die Lions. Sie wussten minutenlang weder ein noch aus. Erst ein Powerplay brachte wieder ein wenig Ordnung in die Zürcher Reihen. Der Anschlusstreffer zum 1:3. Da schien dem Torschützen Michael Karberg ein ganzer Steinhaufen vom Herzen zu fallen. Ob so wieder Ruhe ins Team kam. Zunächst machte den Zürchern im Mitteldrittel ein Lakers-Powerplay zu schaffen. Fischer auf Roost. Elston nur halbherzig. Roost mit dem 4:1. Die Lakers nützten die schwache Zürcher Gegenwehr gnadenlos aus. Wenig später gleich wieder Powerplay für Rapperswil-Jona. Roost zu Micheli. Micheli zurück zu Roost. Das 5:1. Der Topscorer mit seinem dritten Tor des Abends. Die Scheibe rutschte Sulander zwischen Pfosten und Schlittschuh durch. Das war des Guten zu viel für den Finnen. Er verließ das Spielfeld und machte Platz für Reto Berra. Erst vor ein paar Wochen kam der 18-Jährige von Farmteam zu den Lions und feierte heute unter widrigen Umständen seine Nationalliga-A-Premiere. Wir sind im dritten Drittel, das Spiel weit weg von Rookie Berra. Die Lions im Angriff. Für einmal Unruhe vor Marco Streit. Karlberg, der Schwede mit dem zweiten Tor des Abends. 2:5. Ein Treffer, der 8 Minuten vor Schluss noch einmal sowas wie Hoffnung weckte bei den Zürchern. Blau-Weiß wieder im Angriff. Mochi alleine. Der Anschlusstreffer zum 3:5 durch den Junglöwen Claudio Mochi. Das Duo Grut Celio nahm kurz vor Schluss ein Timeout und Torhüter Berra raus. Die Folge der Treffer ins leere Tor durch Berglund. Das Schlussresultat ZSC 3, Lakers 6. Die vierte Zürcher Niederlage in Folge. Es war ein Spiel, das die Probleme in diesem Team schonungslos offenlegte. Wir waren nicht Mannschaft heute und wir waren nur einzelne Spieler und halbe Mannschaft war bereit und halbe nicht und das geht nicht so. Ratlosigkeit im Team und auf den Rängen. Die einzige Gewissheit am Wochenende wird bekannt gegeben, wer neuer Coach der Lions wird.